In questa lezione vi tradurrò alcune frasi che parlano dell'Oktoberfest. Procediamo. Oggi, heute, voi, a voi, euch. Oggi voglio io a voi. Heute möchte ich euch. Alas, occasione. Di attuale occasione. Aus aktuellem Anlass. Qualcosa. Etwas. Juba. Sopra. Juba. Sull'Oktoberfest. Juba das Oktoberfest. Parlare. Erzählen. Oggi voglio io a voi, di attuale occasione, qualcosa sull'Oktoberfest parlare. Per dire, oggi vi voglio parlare dell'Oktoberfest. Ascoltiamo tutta la frase in tedesco. Heute möchte ich euch aus aktuellem Anlass etwas über das Oktoberfest erzählen. Heute möchte ich euch aus aktuellem Anlass etwas über das Oktoberfest erzählen. In quanto, denn, questo inizia domani, das beginnt morgen, qui a Monaco, hier in München, per dire, evento che inizierà domani qui a Monaco. Ascoltiamo tutta la frase in tedesco. Denn das beginnt morgen hier in München. Denn das beginnt morgen hier in München. Ihr kennt es sicher alle. Voi potete, esso, sicuro tutto. Per dire, potete essere certi. Denn das Oktoberfest, che l'Oktoberfest ist das größte, è la più grande. Volkfest der Welt, festa popolare del pianeta. Ascoltiamo tutta la frase in tedesco. Ihr kennt es sicher alle, denn das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Ihr kennt es sicher alle, denn das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Ogni anno, jedes Jahr, visitano circa 6 Millionen di persone, besuchen rund 6 Millionen Menschen. L'Oktoberfest, das Oktoberfest. Jedes Jahr besuchen rund 6 Millionen Menschen das Oktoberfest. Jedes Jahr besuchen rund 6 Millionen Menschen das Oktoberfest. Tutto iniziò. Alles begann. Nell'anno, im Jahr 1810. 1810. Alles begann im Jahr 1810. Alles begann im Jahr 1810. Principe, Prinz. Il principe erede alla corona. Kronprinz. Il principe erede alla corona, Ludwig, sposò. Kronprinz Ludwig heiratete. La principessa Teresa, Prinzessin Therese. Dunque, a ottobre, damals im Oktober, per dire, quando il principe Ludovico, erede al trono, sposò la principessa Teresa nel mese di ottobre. Kronprinz Ludwig heiratete Prinzessin Therese damals im Oktober. Kronprinz Ludwig heiratete Prinzessin Therese damals im Oktober. Su un prato. Auf einer Wiese. Al di fuori della città. Außerhalb der Stadt. Organizzato loro. A cerimonia del giorno. Veranstalteten sie zur Feier des Tages. Una corsa di cavalli. Ein Pferderennen. Per dire,
Su un prato fuori città fu organizzata la cerimonia del giorno con una corsa di cavalli. Auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstalteten sie zur Feier des Tages ein Pferderennen. Auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstalteten sie zur Feier des Tages ein Pferderennen. Da allora chiamato, seitdem heißt il Prato di Teresa Prato, di Wiese Theresienwiese, per dire, da allora fu chiamato il Prato di Teresa. Seitdem heißt die Wiese Theresienwiese. Seitdem heißt die Wiese Theresienwiese. Nel frattempo, mittlerweile, è la città così molto cresciuta, ist die Stadt so sehr gewachsen, che il Prato, das die Wiese, non più, nicht mehr, sul bordo della città situato, am Rand der Stadt, liegt, ma nel mezzo, sondern mittendrin. Per dire, oggi la città si è così ingrandita che il prato non è più situato sul bordo della città, ma nel centro cittadino. Mittlerweile ist die Stadt so sehr gewachsen, dass die Wiese nicht mehr am Rand der Stadt liegt. Mittlerweile ist die Stadt so sehr gewachsen, dass die Wiese nicht mehr am Rand der Stadt liegt. Theresienwiese nel 1810. E questo è il Prato di Teresa oggi, che è collocato esattamente nel centro cittadino. Heute möchte ich euch aus aktuellem Anlass etwas über das Oktoberfest erzählen. Denn das beginnt morgen hier in München. Ihr kennt es sicher alle, denn das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr besuchen rund 6 Millionen Menschen das Oktoberfest. Alles begann im Jahr 1810. Kronprinz Ludwig heiratete Prinzessin Therese damals im Oktober. Auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstalteten sie zur Feier des Tages ein Pferderennen. Seitdem heißt die Wiese Theresienwiese. Heute möchte ich euch aus aktuellem Anlass etwas über das Oktoberfest erzählen, denn das beginnt morgen hier in München. Ihr kennt es sicher alle, denn das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr besuchen rund 6 Millionen Menschen das Oktoberfest. Alles begann im Jahr 1810. Kronprinz Ludwig heiratete Prinzessin Therese damals im Oktober. Auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstalteten sie zur Feier des Tages ein Pferderennen. Seitdem heißt die Wiese Theresienwiese. Mittlerweile ist die Stadt so sehr gewachsen, dass die Wiese nicht mehr am Rand der Stadt liegt, sondern mittendrin.